Heute fahren wir nach einigen Kilometern Autobahn über die gut ausgebaute Straße durch grüne Täler und Berge in den Norden. Santana liegt auf einem weitläufigen Hochplateau über dem Meer. Die Berge ziehen sich hier so weit zurück, dass sogar Landwirtschaft in unmittelbarer Umgebung betrieben werden kann. Hier befindet sich auch die Seilbahn Rocha do Navio. Sie wurde 1927 gebaut und die dient primär dazu, den Bauern den Zugang zu ihren Plantagen zu erleichtern. Hier gibt es Weinreben, Bananenplantagen und einen der geschützten Naturparks von Madeira, den Rocha do Navio. Ziel unserer letzten Tour ist der Caldeira Verde. Schon die Fahrt über Santana nach Quemares ist vielversprechend. Die Straße ist steil und schmal, führt aber durch den dichten grünen Lorbeerwald. Die Levadas eröffnen den Wanderer einzigartige Ansichten und Aussichten. Über hunderte von Kilometern zieht sich ihr Netz durch eigentlich ganz und gar unzugängliche Gebiete. Einst wurden die Levadas gebaut, um Wasser aus dem niederschlagsreichen Norden zur Bewässerung der Felder in den Süden zu transportieren. Heute lassen sich entlang dieser Kleinkanäle unberührte Paradiese entdecken. Die Levada Caldeira Verde, auf Deutsch grüner Kessel, ist eine der schönsten und zugleich spannendsten Wanderungen durch den wasserreichen grünen Urwald Madeiras. Auf spektakulären Pfaden kommt man aus dem Staunen über die üppige Vegetation, Quellen und Wasserfälle sowie die durch Felsen gehauene Tunnels kaum heraus. Eine insgesamt einzigartige Natur. Etwas wehmütig fahren wir zurück in unser Quartier, weil wir morgen wieder nach Hause fliegen müssen. Wir sind jedenfalls über die Vielfältigkeit der Natur, die Freundlichkeit der Einwohner, das geniale Klima, die Kulinarik und der Tatsache, uns in der EU mitsamt ihrer fortschrittlichen Infrastruktur zu befinden, begeistert.